Nix, nix. Sag's doch mal. Mm-mm. Wieso nicht? Ich nehme noch nicht auf. Nein, nein, nein. Ich kenn dich. Wieso denn? Ich kann das nicht so schön wie du. Du kannst das nicht so schön. Und da finde ich eigentlich, du kannst das viel besser. Gut, dann mache ich das halt. Hallo! Und herzlich willkommen! Ja! Weiter? Der neuen Folge Stars TV Online. Sehr gut. Und was sage ich bei der Mittwochsfolge immer? Ach, keine Ahnung. Ein neuer Mittwoch, ein neues Update. Prima, herrlich. Das hat mir gewundet. Das hat mir so gemundet. So, nachdem die Maria erfolgreich die Anmoderation gemacht hat und das gar nicht mitgekriegt hat, sehr gut. Mit vielen, vielen Lachen. Würde ich mal sagen, fangen wir an. So. Ich mache das wie immer. Ich fange mit dem kleinen Scheiß an. Der kleinen Scheiß sind, was habe ich gesagt? 7 neue Fellfarben. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Oh ne, 6. 6 neue Fellfarben sind. Und zwar steht die erste Fellfarbe hier in Silverglade auf Marleys Farm. Mir gefällt diese Farbe nicht, aber das war noch nie mein Fall. Und das ist hier dieser zu hell gefradene Cremello. Vollblut. Englisches Vollblut. Jetzt war es richtig. Mir gefällt er nicht, aber ich will ihn ja auch nicht haben. Dann. Okay. Also, es steht ein Appaloosa auf der Starshine Ranch. Da können wir auch gleich nochmal hingucken. Und es kann sein, dass wenn ihr Pech habt, dass ich mir. Ich wollte das eigentlich nicht immer machen. Zumindest wollte ich das eigentlich überhaupt nicht machen. Aber es kann sein, dass ich mir dann in der Aufnahme einen Chat kaufe. So, Starshine Ranch. Hier ist er. Du bist gerade vorbeigerannt. Ah, nee, du hast es gar nicht, oder? Was? Oh, ich geb zu Steven. Wir treffen uns dort. Starshine Ranch. Ich weiß, weiß. Na, du Kuh. Ich oder die Kuh? Na, die Kuh. Die Kuh. Alles klar. Die Kuh. Das wäre jetzt doch hinterher geritten. Na, hab ich doch gesagt. So, gucken wir mal. Der hier war das, glaube ich. Ja. Der sieht ein bisschen aus wie Fuchsverschleiß. Mit einer ganz merkwürdigen Schleieräpfelung auf dem Hintern. Ein Stern auf der Stirn, eine Schnibbe auf der Nase, die leicht nach rechts zeigt. Also vom Pferd aus rechts und von uns auch links. Sieht schön aus. Brauche ich aber nicht. Warum? Ich konnte diese Farbe noch nie leiden. Gut. Ach, da drüben stand's ja. Haha. Habe ich nicht gesehen. Also das da ist die neue Farbe. Mir gefällt sie nicht. Die Mähne gefällt mir ja, aber das war's dann wohl auch. So. Ein Irish Cob in Vale Dale.
Lade? Ah, das ist auch wieder so ein merkwürdiger Rotton. Ich kann diesen Rotton nicht leiden. Die haben nur merkwürdige Farben reingebracht. Weiß ich nicht, was das soll. So lustig finde ich das jetzt gerade auch nicht. Guck mal, da steht mein Mega Knight. Aber weißt du, was ich auch schön finde? Ja. Ich und mein Blau. Der aber ich glaube, den hattest du auch. Den habe ich auch, ja. Ich habe die Urpferde alle. Weil ich habe die geliebt. Ich habe die so abgefeiert. Ich feiere die heute noch ab. So, Irish Corp. Zwei Isländer in New Hillcrest. Ubala. Das ist ja putzig. Och, ich glaube, das ist schön. Oh, ich glaube, das will ich haben. Ja, meine Animationen sind bestimmt noch dieselben. Ja, ich kaufe. Ah, das kann jetzt wieder dauern. Du Scheiße. Ja, kaufen. Hihi. Oh. Ja, so ihr Lieben, jetzt habt das doch einmal gesehen, wie ich eskaliere, wenn ich ein Pferd kaufe. So, steil schicken. Was war noch eins? Es wäre wohl noch eine Farbe reingekommen. Das da? Ja, muss. Aber das gefällt mir nicht so. Wo bist du jetzt? Gerade aus dem Verkaufsfenster raus. So. Okay. Nochmals die Form. Auf der Starshine Range habe ich gerade gesehen, stand noch ein Quarter. Aber. Ah. Also die aktuellen Quarter, die gefallen mir überhaupt nicht. Ich habe die ich jetzt stehen habe, die habe ich eigentlich nur der Farbe willen gekauft. Aber naja. Aber bei Stichs Form. Guck ich nochmal. Müsste ja dann quasi ganz hinten sein. Das sieht ein bisschen aus wie der hier.
Nur dass die Äpfel irgendwie nicht am Bauch ist, sondern im Verkaufsfenster, da sieht man mich nicht. Also der Pasofino, warte, ich komm mal raus. Der Pasofino vom Verkaufsfenster sieht aus wie der hier. Nur dass bei den einen die Musterung am Bauch ist und die anderen Musterung auf dem Rücken. Ansonsten sind das ein und dieselben Pferde. Na gut, das muss ich jetzt auch nicht unbedingt. Gut, ein Pferd habe ich mir gegönnt. Ein Isländer. Gut. Dann würde ich sagen, jetzt können wir. Also, New Hillcrest, Fort Maria, Quest. Jo, und dann müsste es das eigentlich sogar gewesen sein. Lifetime Shop gab's nicht, sonst hätten sie was gesagt. So an sich ist jetzt noch nicht wirklich viel passiert. Beta läuft noch. Ach so, Beta. Star Stable hat angekündigt, dass sie jetzt eine andere Version der Beta rausbringen möchten. Und zwar geht's hier um die Gesichtsanimation, wenn ich das richtig verstanden habe. Aktuell, ich bin zwar selber nicht in der Beta drin, aber aktuell haben die aktuellen Beta-Charaktere ja keine Mimik und das soll sich wohl mit der Beta 2.0 ändern. Inwieweit, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es sich ändern soll. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt. Absturz. Ah, das macht man doch nicht. Na, wenn du auf einmal Strecken nimmst, die ich nicht kenne. Langsam. Und die hat gesagt, oh nee. Machen wir das dann nicht wieder hoch? Weil sie steil ist, Will. Mutti? Ich hab keine Mutti mehr. Kann sich nur im Stundenhandel die Maria, die kriegt heute nichts auf die Kette. Ja, ich glaube, die haben das schon längst gemerkt. So, du bleibst jetzt hinter mir und mach langsam. Ey, da musst du mich so anschreien, Alter. Mach du deine Quest und ich mach mein Kind. Mach mal dein Kind. Okay, schauen wir mal. Ich habe tolle Neuigkeiten, Mädchen. Endlich habe ich die Historica Comprehensiva Maleficarium Jovix gefunden. Ach du Scheiße. Was war denn das für ein Satz? Die hysterische Computer-Diva Malefita Jovas? Boah, lernt ihr in der Schule kein Latein mehr? Bezeichnen wir es einfach als das große Buch der Hexen. Es ist eine umfassende Sammlung aller bekannter Geschichten, Abhandlungen und Forschungsarbeiten über die Hexen von Jorvik. Ich habe darin einen sehr interessanten Bericht über die Vala gelesen. Demzufolge sind sie vor sehr langer Zeit nach Jorvik gekommen, sogar noch lange vor der Zeit von Jon Jarl. Vielleicht etwas zu der Zeit der Kalter.
Der Autor nimmt an, dass einige wenige Hexen, vielleicht auch ein kleiner Hexenzirkel, von der Küste Finnlands oder aus den Wäldern im Norden Deutschlands hergereist sind. Faszinierend. Wow, das heißt schon vor 800 Jahren. Aber warum begegnet man ihnen dann nicht so wie dir und sogar Pi? Ausgezeichnete Frage, und die Antwort darauf findet sich ebenfalls in unserer Historia... großen Buch. Ich bin mir nicht sicher, wer es verfasst hat, aber es ist sehr alt. Die verwendete Sprache und die Schrift deuten darauf hin, dass es ein Druide war, der festgestellt hat, was zwischen den Valar und Jonyal vorgefallen war. Hört genau zu. Und an jenem dunklen Tage versammelten sich die wenigen verbliebenen Valar tief im Herzen der Teufelsschlucht. Ihre getränkten Herzen dürsteten nach Rache für die Übergriffe Jonyals und seines Haushalts. Sie verfluchten die Lande um ihren Rückzugsort in den Bergen, verfluchten die vormals fruchtbaren Felder und Wälder ihrer Umgebung, auf das diese verödeten. Doch für diesen Fluch zahlten sie einen hohen Preis. Er schwächte auch das Heimgeflecht und verhinderten die Erholung der Lebenswächter. Dies und die Magie, die vonnöten war, um ihre Enklaven von den Eindringlingen zu schützen, schränkte die Möglichkeit der Valar durch Jovik zu reisen stark ein. Das bestätigt, was unter den Hexen schon lange vermutet wurde. Die Valar sind mehr oder weniger in der Teufelsschlucht gefangen. Ich sage mehr oder weniger, weil es im Laufe der Jahre Berichte darüber gab, dass Valar gesehen wurden oder unerklärliche Dinge geschahen. Du weißt doch so einiges über die vergessenen Felder, nicht, Linda? Das Heimgeflecht, was ist das? Ist denn schon mal jemand in der Teufelsschlucht gewesen? Klingt, als hätten sie sich selbst eingesperrt. Was ist das Heimgeflecht? Ich wurde auf Jovik geboren und habe mein Leben lang noch nie etwas von einem Heimgeflecht gehört. Was für ein komisches Wort. Es ist tragisch. Flüche enden immer tragisch. Manche halten mich vielleicht für einen alten... Was für eine alte Eigenbrötlerin. Aber ich sage immer, dass es das Beste, sich auszusprechen. Wie dem auch sei. Als die Urenkel Jonyals noch in Windeln herumkrabbelten, waren die Valar-Hexen nur noch eine Volkssage, eine Aberglaube, Gestalten, mit denen man unartige Kinder Angst machte. Ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Ich muss mehr Informationen zu diesem Heimgeflecht finden. Hain ist ein dichterisches Wort für Wald. Damit haben wir schon mal eine gute Spur, findet ihr nicht? Ja, finde ich auch. Ich vergrabe mich wieder zwischen meinen Bücherstapeln. Ihr Mädchen geht am besten wieder an die frische Luft. Und bringt euch nicht in Schwierigkeiten, hört ihr? Tschüssi! Dieses Tschüssi immer. Okay. Das war's, denke ich mal. Ja. Okay. Ey! Wow! Die Stimme aus dem Hintergrund. Gut, das war's. Pferde angeguckt, Quest erledigt. Fertig. Kurz und knackig. Gut, kurz und knackig war das nicht. Es war eine etwas längere Folge, aber das muss ja auch mal sein. Okay, dann würde ich sagen, ich zwar im Alleingang, aber wir bedanken uns ganz herzlich bei euch ganz... echt herzlich fürs Zuschauen. Ja, doppelt hält besser. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.